So. Gehen wir wieder aufs Schwert. Meine Gesundheit ist gerade nicht so wichtig. So, dann kann ich doch mal sagen, wieder Inventar und Rufe. So. Der peppelt sich ein bisschen auf. Wunderbar. Dann gehen wir hier doch mal kurz auf den Bogen und machen das Viech platt. Und bei dir wird es ähnlich aussehen. Naja gut, wir können mal ein bisschen besser zielen. So. Da oben geht es auch noch weiter. So. Zack. Zack. Also Froschi hat eine ganz schöne Zunge, muss ich sagen. Gut, dann gehen wir wieder aufs Schwert. Nehmen hier ein bisschen grüne magische Essenzen mit, wenn ich den richtigen Knopf erwische. Und ich denke Inventar. Ich könnte mal einen Heiltrank nehmen, und zwar einen großen. Benutzen. Genau. War vielleicht gar nicht so deppert. Naja gut, auf der anderen Seite, ich hätte ja wieder zurück können. So. Da gibt es noch gar nicht wirklich alle... Ja, weil ich da noch nicht mit dem Frosch war, genau. Das passt schon. Ah, bedien dich. Kleiner Freund. So. So, so. So, so. Jetzt muss er wieder ein bisschen die Energie aufladen. Ich gehe dabei mal ein paar Fässer bespaßen. Oder zertrümmern, je nachdem wie man es sehen will. So. Ich sehe allerdings noch nicht so wirklich... Ach, da oben, klar. Wobei ich da noch nicht so wirklich weiß, wie ich da hinkommen soll, muss ich jetzt sagen. Mir ist noch nicht so wirklich... Ach, Geistform. Ja, macht ruhig. So, so, so. So, wir räuchern mal die Viecher aus. Und zwar gewaltig. Okay. Ich weiß allerdings immer noch nicht, ob das jetzt wirklich funktioniert. Ich müsste es mal ausprobieren, ob das mit der Geistform klappt. Ah. So funktioniert es hier also. Wunderbar. Und da gibt es einen weißen Marmortopf. Gut, dann haben wir das eigentlich auch erledigt. Dann haben wir hier auch relativ viel erleuchtet. Da hinten noch nicht. Gut, dann können wir uns zurück teleportieren und vielleicht auch ein bisschen speichern. Das ist super. Und dann gehe ich doch jetzt die Alraune. Die Pflanze, die Alraune, was auch immer holen. So, vor allem geht es jetzt ja eigentlich ganz fix, weil wir schon alles entdeckt haben. Wir müssen nun wirklich kletterinen. Aber Gefahren lauern nicht mehr auf uns. Das freut mich sehr.
Und dann können wir uns endlich selber heilen. Wir müssen natürlich noch ein paar Heiltränke kaufen. Und wir brauchen natürlich dann wahrscheinlich die blauen. So. Die blauen, oh, das muss ich mir merken übrigens. Das ist da hinten ja die Aufgabe für sonst wen gibt. I feel my powers returning to me. And everything thanks to you, young friend. I, Spirit of Healing, grant you the knowledge of healing. Let your eyes and your heart understand the books of curative magic, and may you use it with wisdom and honesty. The magic of healing has been added to your character page. You are now able to use healing spells and increase your skill in healing magic when gaining levels. Sehr schön. Gut, dann im Inventar doch mal anschmeißen und Zauberbuch kopieren. So, Inventar, den Skill der kritischen Treffer ins Zauberbuch kopieren. Und dann Heilung. Grüne Essenzen 3. Okay. Dann verwende ich den doch mal. Statt dem da drüben, oder? Grüne Essenzen 3. Okay. So. Schnelltaste zuordnen. Zack. Da. Ich denke, das wäre sinnvoll, oder? Ja, ich denke schon. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe zu wenig Slots. Ich brauche ein größeres Gamepad. Gut, haben wir die Geschichte erledigt und ich denke an der Stelle ich bin gerade ein bisschen ja, das weiß ich doch. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, ob ich jetzt versuchen soll, diese komische Aufgabe zu machen, wo wir einfach immer permanent sterben. So. Dann. Ha! Das ist ja super. Ausgezeichnet. Und dann mache ich hier doch mal Feuer. Und Feuer. Und dann gehen wir auf den Bogen und sagen perfekt. Gehen wir wieder auf Schwert. Schwert. Super, KP ist voll. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist schon mal super. So. Das da ist natürlich weniger super. Fällt mir da gerade auf. Das heißt, ich gehe da wahrscheinlich oben lang. Das wird sinnvoller sein, denke ich. So, dann gehen wir hier mal auf den Bogen und zielen dich ordentlich ab. Danke, danke, danke. Und gehen wieder aufs Schwert und machen dich kalt. So, dann gehen wir hier wieder auf den Bogen und zielen dich. 2, 3, 4, 5. Boah, die haben Gesundheit, das ist echt der Hammer.
So. Seltsam. Ich hätte jetzt erwartet, dass da die seltsamen kleinen Kreaturen kommen. Okay. Laufe ich hier rüber, hüpfe darüber, hüpfe darüber und gehe hier runter und dann kann ich mir ja den Emeralden holen. Und bin dann hier auch schon wieder an der Stelle, wo es diese kleine Aufgabe gab, mit der Entdeckung. Okay. Da hinten geht's weiter. Allerdings erst, wenn ich wahrscheinlich einen besonderen Schlüssel habe. Ja, wahrscheinlich ist da oben der Endgegner. Und da komme ich nur dann hin. Ich weiß noch nicht so genau. Bin noch ein bisschen unschlüssig. So, aber das ist auf jeden Fall schon mal. Zack, zack. So, Eis ist gegen Bienen wesentlich effektiver. Das ist ja der Hammer. Gut, dann geht's jetzt wieder auf den Bogen. Und auf Wiedersehen. Solange ich immer jemanden treffe, ist es mir eigentlich ziemlich egal, muss ich sagen. Aber das ist unwahrscheinlich. Ja, das war Glück. Das auch. Das war Können, das war Glück. Beziehungsweise Pech. Verdammt. Und hoppla. Ah, schade, jetzt habe ich dem Viech den Punkt weggenommen. Hey, Glück gehabt. Looks like a book. I'd better leave it. Okay, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Super, jetzt habe ich die ganze Arbeit gemacht ohne. Okay. Na, wenigstens muss ich das alles nicht. Also, ich muss alles nochmal machen. Aber wenigstens, das wollte ich nämlich sagen. Kennen wir ja alles schon. Wenigstens muss ich nicht, so. Zielen, 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 zielen. Da. Eis war's. Eins. 2, 3. Ja, ist ja gut. Also manchmal, die Mucken sind echt zum Kotzen. Die sollen mir aus dem Weg gehen. Sehr schön.